Das schon sehen. Funktioniert das soweit? Es funktioniert wunderbar. Ja, also das ist natürlich herzliches Dankeschön für die Einladung und für die Gelegenheit, meine Publikation vorzustellen. Wie gesagt, ich bin Elisabeth Wellner und was man jetzt nicht hört, ich bin eigentlich gar keine Ringspringerin. Das ist schon mal vorab. Ich komme eigentlich aus Niederbayern und bin hauptberuflich, wie man sieht, an der, genauer gesagt, an der Professur für deutsche Sprachwissenschaft. Und normalerweise arbeite ich am sogenannten Sprachatlas von Nordostbayern. Der beschäftigt sich mit sprachlichen oder dialektalen Gegebenheiten in der Oberpfalz und Oberfranken und beinhaltet Sprachkarten. Aber heute erstmal zum Ringsburgerischen. Es ist ja überschrieben mit so geht Ringsburgerisch. Und ich will heute ein bisschen erklären, was ich so in meiner Doktorarbeit herausgefunden habe. Sie sehen da schon das Cover, zur Publikation später noch ein bisschen mehr, aber jetzt erstmal zu den häufigsten gestellten Fragen, wenn man sagt, ja, über was promovieren Sie denn? Ja, über Regensburger Stadtsprache. Dann kommt als erstes meistens, und es wurde ja schon angesprochen, ja, Regensburg, wir haben ja doch eine Sprachinsel. Und sehr oft kommt tatsächlich, ja, das sagt doch der Professor C. hat, der sagt doch das immer, wir haben doch eine Sprachinsel. Und nicht nur deswegen bin ich auf die Idee gekommen, das mal zu überprüfen, wie schaut es denn mit dieser Sprachinsel aus? Und dass das Ganze nicht mehr so einfach ist, hat sich dann recht schnell herausgestellt. Aber es ist halt eine Art, ich würde schon fast sagen, eine Art Mythos. Das nächste ist immer oder meistens so ganz grob die grundsätzliche Frage, ja, gibt es überhaupt so was wie Ringspuggerisch? Auch das werde ich versuchen zu klären in dem kurzen Vortrag, zumindest in einigen Ergebnissen Auswahl und natürlich danach, ja, wenn es das gibt oder auch nicht, wie spricht denn Ringsburg eigentlich? Und schließlich, was immer etwas pessimistisch veranlagt ist, aber stirbt denn der Dialekt nicht eh schon bald aus? Ich werde versuchen, die Grundfragen sie etwas näher zu beleuchten in dem Vortrag. Und dann sind also Sie hoffentlich schlauer. Den Rest können Sie dann gerne na noch nachlesen in meiner Publikation. Regensburg ist natürlich das Untersuchungsgebiet. Es geht ja um die Stadtsprache von Regensburg. Die Grunddaten haben Sie da schon auf dem Ortsschild und wissen Sie wahrscheinlich auch alle. Aber trotzdem noch kurz zu meinem Untersuchungsgebiet. Einwohnerzahl muss ich tatsächlich für jeden einzelnen Vortrag immer wieder neu nachschauen. Die steigt rasant. Wir sind eine rasant wachsende, boomende Stadt, liegt im Moment bei 168.426 Einwohnern, ist aber nur noch der Stand Dezember 2018. Es gibt 18 Stadtbezirke. Stadtbezirke sind teilweise auch, oder Verwaltungsbezirke sind auch so zusammengefasst worden, dass Stadtteile oder eingemeindete Dörfer zusammengehören, die gar nicht so historisch so zusammengehörig sind. Also durch Bettenkönigswiesen, Großprüfening hat historisch jetzt nichts miteinander zu tun, ist aber ein Stadtbezirk. Und was für einen Sprachwissenschaftler ganz wichtig ist, ist die dialektgeografische Einordnung. Also welche Dialektlandschaften sind denn im Bezug auf Regensburg wichtig? Es gibt ja nicht nur das Bayerische, das Schwäbische und Fränkische, es gibt auch nur Unterordnungen, Untergliederungen. Das sind in dem Fall Nordbayerisch, das wäre das, was man in der Oberpfalz spricht, im Großen und Ganzen. Mittelbayerisch, das ist grob Oberbayern, Niederbayern der Dialekt. Und Regensburg liegt eben sehr interessant in einem Übergangsbereich zwischen Nord- und Mittelbayerisch. Und Regensburg
war und ist sprachlich heterogen. Das heißt, es gibt mittelbayerische Einflüsse, die eher niederbayerisch anmuten, nordbayerische Einflüsse, also oberpfälzisch, aber auch, und ich habe mich erkundigt, wenn ich interviewt habe, gab es auch schon immer, natürlich ist eine Stadt ist die Standardsprache. Was hier nicht berücksichtigt wurde, sind Einflüsse von Menschen mit Migrationshintergrund, die natürlich auch noch andere Sprachen mit reinbringen könnten, aber das konnte ich in der Untersuchung nicht mit berücksichtigen. Dafür gab es zu wenig Teilnehmer oder ich habe zu wenig Teilnehmer gefunden, die sich dafür bereit erklärt hätten, dass man sie interviewt. Hier nochmal eine Karte. Hier sehen Sie auch, ich hoffe, ich kann es vielleicht mit dem Cursor zeigen, Regensburg ist eben in diesem gestrichelten Gebiet zwischen dem mittelbayerischen und dem nordbayerischen, diesem Übergangsgürtel sozusagen. Dann zu der grundlegenden Frage, wer konnte denn überhaupt teilnehmen und wie ist das Ganze abgelaufen? Man muss natürlich bei so vielen Einwohnern das irgendwie begrenzen. In dem Fall war es ganz einfach begrenzender Faktor der Geburtsart und wo ist man aufgewachsen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mussten in Regensburg geboren und aufgewachsen sein und mindestens ein Elternteil musste auch aus Regensburg stammen. Dementsprechend habe ich dann vom März 2014 bis Februar 2016 insgesamt 88 Aufnahmen erstellt mit dem digitalen Diktiergerät, habe ich heute interviewt und zwar bestand das Ganze aus Einzelinterviews und einem kleinen Test und also Einzelinterviews im Sinn von wie sprechen Sie mit Ihren Eltern, mit Ihren Großeltern, mit Ihren Kollegen und auch ein freien Gespräch. Sie sehen, es konnten nicht alle Interviews auch ausgewertet werden. Nicht jede Generation, nicht jede Gewerbsperson war in der Lage, dass er wirklich immer so auf Fragen eingehen konnte, dass man das auswerten konnte. Manche waren auch schon zu lang weggezogen. Aber ich bin ganz stolz auf die Altersspanne. Die jüngste sogenannte Gewerbsperson, also Teilnehmerin, war 10 und die älteste im Altenheim 98. Also wirklich durch alle Generationen. Wohnen und übrigens auch durch alle Berufsgruppen. Landwirte hat man allerdings keine dabei. Aufgeteilt habe ich dann in verschiedene Altersgruppen, die sehen Sie hier. Und insgesamt kommen also 80 Aufnahmen dann auswerten. Was aber viel spannender natürlich ist, ist die Frage, ja, wie spricht denn jetzt Regensburg? Was haben wir denn auf der lautlichen Ebene so in Auswahl herausgefunden. Und man muss ja zugeben, die erste Vermutung, die manche Leute haben und ist gar nicht so von der Hand zu weisen, die dialektalen Merkmale gehen tatsächlich generell zurück innerhalb der Stadtsprache. Aber man muss auch sagen, es gibt durchaus immer noch Merkmale, die bis in die Gegenwart sehr, sehr gut nachweisbar sind. Das ist das sogenannte Oberpfälzer L, das ich jetzt als Niederbayerin nicht so drauf habe, beziehungsweise Varianten des L. Also das klingt eher dick, und die A-Aussprache. Und was man grundsätzlich noch sagen kann, ist einfach eine Beobachtung, je großräumiger irgendein Merkmal verbreitet ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch erhalten bleibt. Je kleinräumiger das Merkmal verbreitet ist, also zum Beispiel nur auf die Stadt, desto wahrscheinlicher ist es tatsächlich, dass es eher verschwindet. Jetzt ist die Frage, was ist denn großräumig und kleinräumig? Ja, großräumig wäre zum Beispiel was man in, sagen wir mal, ganz Süddeutsch anspricht. Das sind sogenannte Partikeln zum Beispiel. Das sind so Füllwörter. Das bekannteste bayerische Füllwort ist Fall.
fast Feinigold gemacht und sowas ähnliches. Gibt aber auch noch andere. Bei den Ringspacken sehr beliebt und auch in Süddeutschland und bis in den Norden beliebt ist mittlerweile halt, ich habe halt keine Zeit oder so. Oder das Weglassen des unbetonten I, sowohl im Wortinneren als auch im Auslaut. Das wäre die sogenannte Synkope oder Apokope, sowas wie ich hab gemacht. Da habe ich es einmal hinten weglassen, ich hab, und einmal in der Mitte gemacht. Das ist auch weit verbreitet und wird deswegen auch nicht schnell verschwinden, ist in der jüngeren Generation noch da. Dann Beispiele, wir müssen es ja auch schauen, ob wir das jetzt anhören können. Ich hoffe, die Technik funktioniert. Das sogenannte Oberpfälzer Öl, das ich jetzt wahrscheinlich sehr schlecht nachmache, aber ein bisschen, ist ein typisches Merkmal des Nordbayerischen, das immer noch dominant ist. Da gibt es dann sowas wie, hier sehen Sie es sogar in wissenschaftlicher Lautschrift, weil man muss ja die Laute irgendwie verschriftlichen, die Karussellduld, also die Duld mit Fahrgeschäften, hier die Nummer der Teilnehmerin natürlich anonymisiert. Den zweiten haben wir jetzt gleich als Tonbeispiel oder auch die Müllbobsoße, also Mehlpopsoße, Milch, Spült und so weiter. Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Sagen Sie mir jetzt bitte Bescheid, ob man es hört. Ich hoffe, man hat es gehört. Also ich konnte es nicht hören. Vielleicht können wir es nochmal machen, ja. Oh, schade. Vielleicht lauter. Ob man das lauter schneidet, ich schau mal. Ob man das. Es ist schon fast auf voller Lautstärke, aber. Ich drehe es jetzt mal auf komplette Lautstärke. Hört man da was? Nein, es ist gar nichts mehr angekommen. Nein, also, hat es leider nicht übertragen. Ich habe nichts gehört. Es ist sowas ähnliches wie 11 Meter. Also die Dame war tatsächlich, kurz zum Hintergrund, über 90 und es war tatsächlich mein erstes Interview im Altenheim. Und das Tolle war, dass es genau der Tag nach dem Fußball-Weltmeisterschaftsfinale 2014 war. Deswegen sehr wichtiges Thema, das Elfmeterschießen. Und dabei kam der Beleg zustande, der auch sehr authentisch war. Ich habe da nicht nachgekauft, wie sprechen Sie den Elfmeter aus, sondern der hat einfach mal drauf losgekriegt und ja. Dann muss man aber auch sagen, es gibt in Generation 1, also bei den jüngsten Teilnehmern, keine solche L mehr. Das heißt nicht, dass das L generell nicht ausgesprochen wird, nur es wird standardsprachlich ausgesprochen, nicht oberpfälzisch. Leider muss man sagen. Das charakteristische dunkle A, das muss ich jetzt auch nachmachen, wenn das mit dem Tonbeispiel nicht funktioniert. Ist tatsächlich ein Kennzeichen einer städtischen Varietät, nehmen wir das, also Sprache, das eine Ausgleichsform ist. Das befindet sich irgendwo, ist nicht ganz so tief wie das O, das Richtung O geht, aber und auch nicht das A oder das standardsprachliche A, sondern dazwischen und gilt deswegen als Ausgleichsform. Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn Sie an unseren bayerischen Wirtschaftsminister denken, der versucht einmal so eine Ausgleichsform vom A zu haben, der Herr Aiwanger. Ganz beliebt in Ringsburg ist das Wort total, das habe ich sehr, sehr oft gehört. Kommt aber vor im Gymnasial. Ich habe das Standardsprache mit hellem A ausgesprochen. Hier ist Gymnasial, aber auch Patienten oder englische Wörter, die dann eingebayerischt, eingedeutscht werden und die heißt dann eben nicht Consulting, sondern Consulting.
Und schließlich, das hätten wir jetzt eigentlich als Tonbeispiel dabei, die Schnupf der Bockfabrik. Und jetzt habe ich mal gedacht, naja, es ist ja eigentlich der Bayerische Landesverein für Familienkunde, wo ich da bin, aber Familiennamen und so weiter haben wir nicht was. Aber in meiner Sammlung an Belegen und auch an lautlichen Belegen drin ist die Aussprache des Ortsnamens. Und da gibt es tatsächlich verschiedene, Sie wissen es vielleicht. Wir haben einmal den Ringsburger mit G, aber genauso gut den Ringsburger und unten wieder Ringsburg. Also, und wie Sie sehen, da an der hinteren 1, auch die Jüngeren haben Ringsburger oder Ringsburg auch mal verwendet. Sprich, diese Variante, die hier mit Orange dargestellt ist, mit der sogenannten Sperantisierung, das ist das, ist zwar ein bisschen im Rückgang, aber bei Weitem jetzt nicht irgendwie ausgestorben oder sonstiges. Was es nicht mehr gibt, ist eine Variante, die Herr Zehetner noch festgestellt hat, bei Jahrgängen mit dem Geburtsjahr ganz früher 1900, also schon ewig her, da hieß es nur Ringspuich oder ähnliches, das kommt wohl aus dem Salzburger Land, weil früher während der Freien Reichsstadt die Handwerker aus dem Salzburger Land gekommen sind, haben auch ihren mittelbayerischen Dialekt dann mitgebracht. Das gab es mal, aber ist selbst im Ursprungsgebiet, also Salzburger Land, schon sehr im Rückgang und in Regensburg im Ortsnamen nicht mehr feststellbar. Damit sind wir auch schon bei Ludwig Zehetners fast berühmter These von der Sprachinsel, die ja darauf zurückgeht, dass man gesagt hat, Regensburg war mal eine freie Reichsstadt, abgeschottet vom damals noch bayerischen, feindlichen bayerischen Umland und soll mittelbayerisch gesprochen haben. Da kamen auch Siedler her, Exilanten, wie gesagt, aus dem Salzburger Land, Handwerker meistens. Und also Ringsburg ist mittelbayerisch, der Rest drumherum ist oberpfälzisch, also nordbayerisch. Und das ergibt dann das Bild einer Insel. Jetzt ist es die Frage, auch wenn ich es noch so oft gehört habe, es ist kaum von der Vorstellung der Ringsburger Stadtsprache zu trennen, soll man auch nicht nennen, aber stimmt es denn noch? Und ich muss eindeutig sagen, nein, so einfach ist es heute nicht mehr. Stattdessen, was haben wir stattdessen? Die sprachlichen Verhältnisse in Ringsburg sind mehrfach beeinflusst durch immer noch mittelbayerische Einflüsse, das ist auch ganz normal, das ist ja die Landschaft, die im Übergangsgebiet auch noch mit einwirkt und direkt angrenzt die Sprachlandschaft. Nordbayerisch von der Urpfalz her und was Herr Zehetner noch nicht mitbringt, hat natürlich auch sehr viel Standardsprache. Und schließlich eine Art Mehrsprachigkeit, die der Wissenschaftler äußere Mehrsprachigkeit nennt, also auch von Englisch, Türkisch, was man alles an Migrationshintergrund haben könnte oder was Leute herziehen. Das ist ganz wichtig mit dazu zu nehmen. Aber insgesamt hat man einfach eine Tendenz zu einem großräumig verbreiteten sogenannten Regiolekt. Das ist eine Art abgeschwächter Dialekt mit eben dieser großräumigen Verbreitung innerhalb Ringsburgs und wie man jetzt auch innerhalb anderer Städte. Also es gibt in der Forschung schon eine Tendenz, dass man sich fragt, ist der sogenannte Regiolekt der neue Dialekt? Aber man muss auch sagen, dieser Sprachinselgedanke ist deswegen zwar linguistisch, also sprachwissenschaftlich nicht mehr relevant oder nicht mehr nachweisbar, aber ist extrem wichtig für die städtische Identität. Also es ist der zentrale Baustein, wenn es darum geht, die städtische Identität irgendwie nachzuweisen. Dann heißt es ja, jetzt haben wir Ringsburg,
anders und wir haben ja eine Sprachinsel, da ist er nicht wegzudenken. Er hat sich aber losgelöst von dem rein sprachwissenschaftlichen Nachweisbaren. Von dem Nachweisbaren, und deswegen würde ich plädiere ich dafür, dass man das sieht als Teil eines kulturellen Gedächtnisses. Der Begriff kommt eigentlich aus der vergleichenden Kulturwissenschaft. Da würden auch so Sachen sein können wie kultische Texte und Bilder und so weiter. Und das ist einfach ein Gedankengut, das kulturell in Ningsburg so verwurzelt ist, dass es völlig egal ist, ob es den jetzt noch gibt oder ob man vielleicht merkt, okay, das kann ja irgendwie nicht mal ganz so stimmen, der ist einfach da und soll auch bleiben für die Identität der Stadtbewohner und Bewohnerinnen. Und ich muss auch ehrlich sagen, persönlich bewundere ich Herrn Ziertner dafür, dass es geschafft hat, den Gedanken so populär zu machen, dass er überhaupt Teil dieses kulturellen Gedächtnisses werden konnte. Es ist ja eine Art Mythos dann. Zur Zusammenfassung, was ist überhaupt jetzt ringspurgerisch? Ich würde jetzt ganz klar sagen, ja, das gibt's. Es ist die Alltagssprache vieler Regensburger und natürlich auch Regensburgerinnen, auch wenn es da nicht steht. Es ist eine Art großräumiger Regiolekt zwischen, der immer schwankt zwischen Standardsprache, mehr Standardsprache, also mehr Hochdeutsch oder mehr Dialekt, und zwar je nach Einflussfaktoren. Das konnte ich in den Interviews auch nachweisen, wenn man fragt, wie reden Sie mit Ihren Eltern, mit Großeltern, Kollegen, anderen Menschen, mit Fremden und so weiter. Da gibt es noch Faktoren wie den Gesprächspartner. Also ich passe mich je nach Gesprächspartner an. Es kommt darauf an, wie vertraut ich dann mit jemandem bin oder wie fremd er mir ist. Und natürlich kommt auch auf die Generation an, und je nachdem hat die Stadtsprache eben mehr oder weniger digitale Merkmale. Und zum Schluss habe ich noch ein schönes Zitat einer jüngeren Gewährsperson, die ich gefragt habe, ja, die Mama war aus der Oberpfalz, der Papa aus Ringsburg, ja, wie reden denn die Eltern miteinander? Und die Antwort war, naja, so dieses Regensburger Ding halt. Da hat die Teilnehmerin selber gelacht und hat dann gemeint, Hochdeutsch größtenteils, aber schon mit diesem bayerischen Einschlag, so wie ich es, glaube ich, auch mache. Und das ist eine ziemlich gute Definition der Regensburg-Stadtsprache oder des Regensburger Regiolekts. Da ist jetzt nicht so, dass der Dialekt komplett ausstirbt, er schwächt sich aber ab, beziehungsweise er verändert sich mit den veränderten Gegebenheiten eben mit. Und alles andere können Sie gerne nachlesen in meinem Buch. Da steht es nochmal. Es ist ja die wohl berühmteste These nochmal aufgeführt. Und in Anbetracht dessen, dass ich die Leute immer gefragt habe, ja, wie heißt denn das, was Sie im Alltag verwenden? Und ich manchmal hier nachhelfen muss. Und wenn ich dann vorgeschlagen habe, ringspurgerisch, dann haben sie gesagt, ja, das trifft, es ist nicht ganz, nicht so schlimm bayerisch, Hochdeutsch ist es auch nicht, aber es ist ringspurgerisch. Daher auch der, wie ich finde, treffende Haupttitel der Arbeit. Und jetzt bleibt mir natürlich nur noch mit im Hintergrund das Skyline der Stadt. Vergelt's Gott zum Sagen fürs Zuhören. Oder wird der Oberpfalz gesagt, vergelt's Gott fürs Zuhören. Und der Ringsburger, na, wird irgendeine Variante dazwischen. Mit L vergelt's Gott, aber nicht mit O, weil das mag er gar nicht. Dankeschön. So. Ja, recht herzlichen Dank, Frau Dr. Wellner. Da haben wir doch schon wieder einiges Neues gehört, also mit dem Regiolekt, mit dem Ausdruck, und dass der Regensburger eigentlich auch sehr anpassungsfähig ist oder sich auch
gerne anpasst, was letztendlich auch mit dem gemischten Dialekt zusammenhängt. Was auch jetzt für mich neu war, muss ich sagen, die Lautsprache, wie man die abbilden kann in Schriftform. Ja, die kann man abbilden. Ich versuche jetzt gerade noch meinen Bildschirm. Ach, die Freigabe muss ich jetzt noch schnell beenden. Ja, genau. Sehr interessant für mich, muss ich sagen. Und jetzt würde ich die Teilnehmer bitten, sofern Fragen eben da sind, dass auch Fragen gestellt werden. Ich sehe, es wird Applaus sein, es wird schon geklatscht. Also recht herzlichen Dank nochmal. Ich freue mich, wenn das auf Interesse stößt. So, jetzt kann sich jeder wieder das Mikrofon freischalten, der gerne dazu eine Frage stellen möchte. Ich hätte eine Frage. Ist in dem Buch von dem Test, wo Sie angesprochen haben bei der Umfrage, ist der da auch enthalten? Ja, der ist auch. Dass ich selber testen könnte. Sagen wir mal so, es ist nicht die Aufnahmen, die ich gemacht habe, sind leider nicht mit veröffentlicht. Aber ich habe den, kurz zur Erklärung, ich habe den Teilnehmern so Aufnahmen vorgespielt und habe gesagt, ja, was glauben Sie, wer von diesen 4 Aufnahmen ist aus Regensburg? Welche Sprache kommt Ihnen sehr bekannt vor und warum? Aber die Tonaufnahmen, dazu, wenn die Tonaufnahmen dabei waren, kann man das durchaus selber machen, aber in dem Fall geht es leider nicht, aber die Ergebnisse sind hin und die sind durchaus interessant auch, was das die innere Landkarte angeht, wo man denn überhaupt Regensburger Stadtsprache verortet und wo nicht. Das sind schon drin, ja. Ich sehe gerade im Chat, also wie die Teilnehmer ausgewählt wurden, das war gar nicht so einfach, die Teilnehmer überhaupt zu finden. Da hat auch die Mittelbayerische Zeitung mit einem Suchaufruf ein bisschen mitgeholfen, aber ausgewählt wurden sie nur nach Ortsfestigkeit. Also kommen die aus Regensburg, geboren in Regensburg, mindestens ein Elternteil aus Regensburg und im besten Fall waren natürlich auch noch die vorherigen Generationen in Regensburg ortsansässig. Ich habe sogar ein paar gehabt, die mit Eltern und Großeltern oder sogar Urgroßeltern nur aus Regensburg waren. Ich hätte mal eine Frage. Ja. Das Bistum Regensburg, wenn man sich das als Karte vorstellt, dann reicht das ja von der Oberpfalz bis Niederbayern. Ja. Ja? Welchen Einfluss hat praktisch Niederbayern und Oberpfalz, dieser Bereich am Randgebiet sozusagen von Regensburg, in sprachlicher Hinsicht, welchen Einfluss haben diese Bereiche gehabt? Ja, die haben bis heute nur einen Einfluss, weil in Niederbayern tatsächlich Mittelbayerisch gilt als eine Art Prestige-Dialekt. Das heißt, der Einfluss vom sogenannten Niederbayerisch oder eigentlich Mittelbayerischen ist relativ groß, wenn überhaupt ein Dialekt vorliegt, obwohl der Urpfälzer Dialekt eigentlich sprachwissenschaftlich noch wertvoller wäre, er ist nämlich älter. Und das Bistum, also so sozusagen wie ob man evangelisch oder katholisch ist zum Beispiel, spielt heute keine Rolle mehr. Das konnte ich schon in früheren Untersuchungen feststellen, das ist nimmer relevant. Weil Sie haben vorher das Beispiel vom Aibanger gehabt, wie der also dieses A ausspricht, das A oder was weiß ich. Ja, genau. Und hat es irgendwie einen Bezug, weil Sie vorher sagten, dieses A hat man zum Teil auch in Regensburg so gesprochen. Also der Aibanger war nur das bekannteste Beispiel, wo man sagen kann, an dieses A kommt ungefähr ran. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr dunkles A. Und der Aibanger ist ja noch dunkler, da geht er noch mehr in Richtung O. Aber ich habe sogar schon mal kurz mit Kollegen darüber diskutiert, ob das nicht der Grund ist, warum Herr Aibanger dieses A hat, weil er nämlich versucht, wieder zu
oh, halt ich zu ihm noch das andere auch hingekriegt und das Wasser hingekriegt, ist mein noch alte, ja, eine Art Mischform, was jetzt gar nicht werden irgendwie gemeint ist, sondern das ist eine Mischform. Ich habe jetzt so aus meinem eigenen persönlichen Umfeld und durch die Zuhörer auch gehört, es ist nicht nur in Regensburg vertreten, das dunkle A. Das haben viele, aber gerade viele Städte haben dann ein anderes A, weil ich denke mal, dass das A doch eher stigmatisiert ist mit ländlich, so O. Aha, vielen Dank. Ja. Gerne. So, ich schaue in die Runde. Wer noch eine Frage stellen möchte, kann es gerne nochmal machen. Darf ich nur kurz fragen? Bloß kurz im Chat. Machen wir erstmal weiter. Ich habe es gerade nicht lesen können. Welche weiteren Forschungen sind in der Zukunft angedacht? Also von der Professur her ist es so, dass wir momentan an der Fertigstellung vom Sprachatlas von Nordostbayern arbeiten. Der kommt tatsächlich, wird dann auch online gestellt, also den kann in die Halle jeder mal durchblättern. Da geht es nur um die bodenständige Mutter der älteren Generation in Oberfranken und der Oberpfalz. Und von meiner Seite muss ich selber mal da jetzt erstmal Denkphase, aber ich möchte schon noch weitere Forschungen anstellen, ob die genau in die städtische Richtung geht oder in eine andere Richtung im Sinn von Dialektforschung, ist noch nicht ganz klar. Man muss ja sehr viel nachdenken und reflektieren, bevor man wieder größere Forschungsprojekte anfängt. Das ich hätte da noch eine Frage. Hallo? Ja. Ja? Regensburg war ja Reichsstadt. Inwiefern hat geschichtliche Zeiten Einfluss auf das Regensburgerisch gehabt? Also der Sprachinsel-Gedanke, der ja, den ich allein, also widerlegt habe so ein bisschen, der kommt aus der Zeit. Da war die Geburtsstunde dieses Gedanken, wir sind anders und das ist mittelbayerisch und drumherum ist nordbayerisch, weil zu der Zeit der Freien Reichsstadt hat sicher gestimmt, weil er isoliert war in der Zeit. Das wirkt dann natürlich auch nur nach, nur heutzutage war ganz klar zu erkennen, die jüngere Generation hat mir nichts mehr gesagt, wir waren ja Freie Reichsstadt. Ab der Mittleren war dieses Geschichtsbewusstsein aber sehr ausgeprägt. Da ist mir dann auch gesagt, ja, also wir waren ja mal Freie Reichsstadt und das ist ja anders, also das wirkt in dem kulturellen Kontext bis heute sehr stark nach und gerade in der Innenstadt ist man ja auch von diesen Zeugnissen, geschichtlichen Zeugnissen sind wir ja alle umgeben, also man wird ja auch daran erinnert, an die besondere Stellung in Regensburg. Okay, danke. Ja. Ich hätte nur eine Frage, Frau Dr. Wallner. Regensburg ist ja die Hauptstadt der Oberpfalz. Sie haben gesagt, also eine Mischung zwischen Oberpfälzisch, Mittelbayerisch, Niederbayerisch. Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden, weil der Ton unterbrochen hat. Ja. Ich versuche es nochmal. Regensburg ist ja die Hauptstadt der Oberpfalz. Ist jetzt die Oberpfalz. Anteilmäßig der Oberpfälzer Anteil in der Mehrheit oder eher das Niederbayerische, Mittelbayerische? Das kann man nicht so genau sagen. So prozentual kann man das in der Sprachwissenschaft nicht machen. Aber man muss sagen, da müsste man drin, nimmt man jetzt nur den sogenannten Basisdialekt, also nur den dialektalen Anteil oder nimmt man alles, weil wenn man nur den dialektalen Anteil nimmt, können wir es auch nicht genau sagen. Aber das genauere Beispiel kriegt man natürlich, wenn man alles nimmt. Also Mischform zwischen Dialekt und Hochdeutsch, Standardsprache und
Dialekt. Aber zumindest, was das L betrifft, ist die Oberpfalz nur in der Mehrheit. Das kann man ziemlich sicher sagen. Bei den anderen Merkmale würde ich jetzt keine Prognose fragen, was da in der Mehrheit und Minderheit ist. Sie haben allerdings recht, auch viele, die ich befragt habe, haben mir gesagt, also von der Identität her, wir reden alles, bloß oberpfälzisch ist es nicht. Also das war ein wichtiges Statement und wichtiger Faktor, dass wir öfters gesagt haben, also oberpfälzisch ist das jetzt nicht, aber es ist irgendwas anderes, aber nicht oberpfälzisch. Das, ja, danke schön. Nein, bitteschön, gern schön. Achim, wir können dich leider nicht hören. Geht nicht. Wir haben noch im Chat haben wir noch zwei Fragen. Das eine ist vom Hans-Peter. Gibt es spezielle Ringsburger Worte wie Donauletten oder Donauletten? Am besten der Hans-Peter direkt selber vor. Donauletten. Die Donnerlecken gibt es wohl anders als. Es wird immer gesagt, es gäbe spezielle Wörter, aber sowas habe ich nicht untersucht, weil da gibt es von einer Kollegin mir vom Vorbaujahr schon ein Ringsburger Bayerisch Wörterbuch, die hat sich da genau damit beschäftigt. Aber man meint es ja immer an zur zweiten Frage, ob es Einflüsse entlang der Donau dann gibt in Wien, das sagt man auch immer, wurde mir auch öfter gesagt, es ist aber nicht nachweisbar. Ich vermute aber, also es wäre natürlich super, also es wäre eine Situation, wo man jetzt noch Einflüsse aus dem Salzburger Land nachweisen könnte, schon, wo die freie Reichsstadt schon seit Jahrhunderten nicht mehr so existiert, aber ich vermute, dass es daran liegt, dass das L vom Oberpfälzer L sich wegbewegen kann in Richtung niederbayerisches vokalisiertes I und irgendwo, wenn es dazwischen liegt und solche Zwischenstufen waren da nachweisbar, kommt sowas raus wie Fühdringer und Fühdringer ist in großen Teilen der Österreichs durchaus gängig, weil das die dortige Aussprache ist, hat zwar dann quasi nicht den gleichen Ursprung, klingt aber ähnlich und daher kommt vielleicht unter Umständen ganz vorsichtig formuliert auch der Eindruck, es könnten österreichische Einfluss sein. Aber so ein Einflüsse entlang der Donau, dass man die direkt nachvollziehen konnte, das konnte ich nicht nachweisen, nein. Sonst noch Fragen? Ja, im Chat hat der Achim gerade geschrieben, habe gelesen, vermutlich von Professor Zedner, dass Regenstauf 12 Kilometer nördlich von Regensburg eine jenische Sprachinsel wäre. Ist Ihnen dazu etwas bekannt? Gibt es eventuell daher Einflüsse für Regensburg? Also dazu ist mir spontan jetzt nichts bekannt und ich hätte auch noch nie gehört, dass es Einflüsse gibt. Aber generell ist schon rausgekommen, dass diese Art Stadtsprache dann auch nicht auf die Stadt direkt begrenzt wird, sondern von vielen sehr weit ausgedehnt wird. Und es kam eine Person, die dann gesagt hat, ja, Regenstauf ist immer vom subjektiven Eindruck anders, aber das darf man nicht überbewerten, weil das wird immer gesagt, also so, das ist ganz anders, ist eine ziemlich gängige Aussage, wenn es darum geht, irgendwas zuzuordnen. Da muss man vorsichtig sein. So, ich schaue in die Runde, ob noch eine Wortmeldung kommt oder eine Chatmeldung. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich. Ja, ich bedanke mich ja für das große Interesse. Das bleibt mir echt. Und wir bedanken uns, dass Sie uns ja. Ihre
ihre Arbeit näher gebracht haben. Und ich denke, mehr, wer mehr erfahren möchte, findet dazu auch entsprechende Informationen in der Literatur. Ich habe gesehen, das Buch hat, glaube ich, 244 Seiten. Ja. Also sehr, sehr umfassend und umfangreich wahrscheinlich dann auch dargestellt, mit entsprechendem Kartenmaterial wahrscheinlich auch versehen, ja, über die sprachlichen Einordnungen. Kartenmaterial, Grafiken, was wir so. Wir werden uns das vom Verein natürlich zulegen und wer natürlich Interesse hat, kann sich das auch entsprechend zulegen. Und ja, und wenn es wieder neue Projekte gibt oder interessante Vorträge über die Sprache in dem Regensburger Raum oder Oberpfälzer Raum, dann würden wir gerne mal wieder auf Sie oder auf den Lehrstuhl zurückkommen oder zurückgreifen. Und ja, würden wir gerne machen. Wir haben ja meine Kontaktdaten. Natürlich danken und freuen, wenn wir da wieder in Kontakt bleiben könnten. Ja, herzlichen Dank. Bitteschön. Gut. Ich sehe, es kommt Beifall, wunderbar, virtuell. Dann beende ich hiermit die Aufzeichnung erstmal.